Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und dabei habe ich meine Review zu Exodus Götter unter uns. Direkt eins vorweg, ja, ich spoilere euch ein bisschen, aber da es die Geschichte von Moses ist, weiß sowieso jeder, der in der 4. Klasse Religionsunterricht hatte, was in dem Film passieren wird. Ich bin nicht wirklich ein großer Fan von Religion und solchem ganzen Kram. Und deswegen gucke ich mir in der Regel eigentlich auch nicht solche Filme an. Aber da zum einen Christian Bale mitspielt und zum anderen der Film von Ridley Scott ist, habe ich mir gedacht, ja, das kann ja nur gut werden, ne? Der Film ist sehr bildgewaltig, so wie es sich für einen Film, der ein biblisches Epos erzählen möchte, auch gehört. Und dabei ist mir sehr positiv aufgefallen, dass das CGI nur dann benutzt wurde, wenn es auch wirklich notwendig war. Denn wir kennen das ja, dass in letzter Zeit so ein bisschen mit CGI um sich geworfen wird und es kein Halt mehr gibt. Aber nein, Ridley Scott hat sich hier wirklich auf das Wesentliche besinnt und dementsprechend entfalten diese Computerbilder auch wirklich so ihren Nutzen, wie es sein soll. Ganz besonders hervorstechend tun die Plagen, die wir ja alle aus der Bibelgeschichte um Moses und Ägypten kennen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt und das in einer Art und Weise, wie ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Und Gott sprach, es wird Plagen geben für diejenigen, die das auserwählte Volk nicht ziehen lassen. Ihr werdet feilen, wenn sie sie 13 spielen müssen. Und zwar ohne zu speichern in 1 durch. Nein. Nein. Wie grausam kann ein Gott sein? 13 ist einfach Kacke. Also wie gesagt, die Plagen sind wirklich sehr gut umgesetzt, aber irgendwie fehlen zwischendurch die Figuren in diesem Plagenspektakel, nenne ich es mal. Und auch haben die Figuren zum Teil nicht so richtig viel Substanz. Ramses, gespielt von Joel Edgerton, wirkt auf mich irgendwie wie so ein, nicht wie ein Pharao, sondern eher wie so ein Mafia-Gangster-Boss, keine Ahnung, der versucht da irgendwie Respekt bei seinen Drogendealern zu bekommen. Aber gerade das finde ich gut, weil irgendwie, denke ich mir, wird es damals wirklich irgendwie so gewesen sein. Ne? Also er macht wirklich eine gute Figur, auch wenn es ein bisschen unkonventionell für mich rübergekommen ist als Pharao. Auf der anderen Seite Christian Bale natürlich als Moses, der auch wirklich, ich meine, ey, es ist Christian Bale, der Mann gibt eigentlich immer 110% und ich kenne eigentlich keinen Film, in dem er mitgespielt hat, wo er scheiße war. Also muss ich dazu nicht viel sagen. Das Problem, was ich da nur ein bisschen sehe, dass die Figuren für sich genommen jeweils wirklich gut dargestellt werden, aber das Zusammenspiel der beiden fehlt einfach irgendwie. Naja, wir haben Moses und wir haben Ramses und die beiden wachsen zusammen auf und sind wie Brüder und beste Freunde und so weiter und so fort. Und wenn sie sich dann entzweien, dann sollte das eigentlich voll emotional sein und voll traurig und so, aber nee. Wir sehen Moses und Ramses wirklich nur als erwachsene Männer, die irgendwie zusammen da ein bisschen Krieg spielen. Und deswegen ist man auch nicht irgendwie emotional berührt, wenn die Freundschaft der beiden dann in die Brüche geht. Es hätte da, finde ich, sehr viel mehr Sinn gemacht, einfach die Kindheit der beiden zu zeigen und so ein bisschen zu beleuchten, wie sie zusammen aufgewachsen sind und so weiter. Das hätte eine stärkere Verbindung zu den Charakteren hergestellt und die Entzweiung der beiden hätte dann später mehr Einfluss gehabt. Ich glaube, wenn man darauf aus ist, kann man sich so einen bestimmten Zeichentrickfilm angucken. Komm, Ramses. We will show Pharaoh your new baby brother, Moses. You are our son. I can't stay here any longer. Moses? Please. Goodbye, brother. You.
Neben Christian Bale hat der Film auch noch andere große Stars zu bieten, wie zum Beispiel Sir Ben Kingsley, Sigourney Weaver und Aaron Paul? What up, biatch? What up, biatch? How's about I send over my psycho bitch wife? Heil Hitler, bitch! Speak into the mic, bitch! Yo, you ain't seen the basement, bitch! There's a basement! Cue ball, son of a bitch, laughed in my face. Yeah, this is gonna help big time with that! Bitch! Ah, son of a bitch! Where's my money? Where's my money, bitch, huh? Bitch? Where's my money, bitch? Oh, that's good. Where's my money? Where's my money, bitch? Bitch, where's my money? Come on. Where's my money, bitch? Ja, Bibel, bitch. Wirklich schade ist nur, dass gerade diese Schauspieler mehr oder weniger bessere Statisten sind, weil sie gar nicht die Zeit haben zu zeigen, was sie eigentlich können in dem Film. Der Film legt ganz klar den Fokus auf Moses und Ramses und die Plagen an sich. Nur leider kommt alles andere dabei so ein bisschen zu kurz, darunter auch Gott, wie ich finde. Im ersten Drittel des Films zieht Moses sich eine schwere Kopfverletzung zu und daraufhin sieht er dann Gott in Form eines kleinen Kindes, welches nur er sehen kann und das zu ihm spricht und immer dann auftaucht, wenn es ihm gerade passt. Das finde ich sehr gut, weil man so Gott ein Gesicht gibt und der Kinozuschauer daher mehr mit Gott als Figur anfangen kann. Außerdem sind alle Plagen so dargestellt, mit Ausnahme von einer, dass sie, ich sag mal, wissenschaftlich oder durch natürliche Ursachen erklärt werden können. Wie schafft man es zum Beispiel, dass der Nil rotes Blutwasser hat? Ganz einfach, man lässt eine Horde von Krokodilen im Blutrausch sich selbst zerfleischen und schon wird der gesamte See blutrot. Anschließend kippt der See um, fängt an zu gammeln und die Frösche werden nach draußen getrieben. Die Frösche verrecken an Land, weil sie das Wasser brauchen und auf einmal haben wir überall Fliegen. Das ist eine ganz simple Art und Weise, die Plagen zu erklären und glaubwürdig darzustellen. Und der Film macht auch an einer Stelle so ein bisschen Eigenhumor und greift genau das auf. Und das finde ich sehr gut, wenn da wirklich nicht diese eine Plage wäre. Denn die eine Plage, nämlich dass nachts die Todesengel von Gott kommen und die Erstgeborenen töten und Moses dann sagt, schmiert mal Blut an eure Haustür, dann passiert euren Kindern nichts. Das ist wirklich die einzige Plage, die nicht wissenschaftlich erklärt werden kann. Oder wenn ja, habe ich es nicht gecheckt, keine Ahnung. Aber das finde ich schade, weil eigentlich alle Plagen und alle Sachen, die da passieren, selbst dass das Meer geteilt wird, ist zugegebenermaßen sehr weit in den Haaren herbeigezogen, aber trotzdem kann man das irgendwo noch erklären in dem Film, auf natürliche Art und Weise. Nur halt aufgrund von dieser einen Plage geht es dann nicht mehr und das finde ich schade, denn man hätte nämlich mit Ausnahme von dieser einen Plage den gesamten Film denken können, okay, ist Gott jetzt wirklich da? Oder bildet Moses sich das nur ein, weil er nicht mehr alle beisammen hat und eine vor den Latz bekommen hat? Ich persönlich hätte es schön gefunden, wenn man dem Zuschauer diese Interpretationsfrage gelassen hätte, denn damit hätte er sich wahrscheinlich nochmal ein, zwei Gedanken über den Kinobesuch hinaus über den Film gemacht, aber so stellt man den Zuschauer halt so vor vollendete Tatsachen und das ist für mich auch nicht ganz schlüssig vom Sinn her, weil warum ziehe ich den Film so auf, dass das alles halbwegs erklärbar ist, nur um dann später zu sagen, ja, nee, war doch Gott. Das ist Gott. Der 4-Milliarden-Jährige arbeitet in der Unfehlbarkeitsbranche. Er leidet wie viele Menschen unter dem Burnout-Syndrom. Die Folge: Antriebslosigkeit, Schlafstörungen und Verdauungsprobleme. Immer bin ich für alles verantwortlich. Oh Gott! Sehen Sie? Gut, okay. Eventuell möchte man sagen, dass das ja den Glauben und Religion und so weiter ausmacht. Es gibt Ereignisse und man kann es so oder so sehen. Und wann ist da jetzt wirklich was Göttliches im Spiel und wann ist es nur ein Zufall und so weiter. Diese Frage hätte man in dem Film auch offener stellen müssen, wenn ich schon den Weg gehe und die Plagen und so weiter so in Szene setze. Aber leider fehlt diese Reflexion so ein bisschen im Film. Es wird zwar später
von Moses angedeutet, dass er sagt, hey, wie kann ich denn so einem Gott vertrauen, der total rachsüchtig ist und so weiter und hier die Ägypter niedermetzelt. Aber wirklich vertiefend und eine wirkliche Krise oder so hat der Moses halt nicht. Wobei ich mir eigentlich denken würde, also wenn ich Geisterkinder sehen würde, die sich für Gott ausgeben, dann hätte ich einen ziemlich großen Haufen in der Hose. Bei Moses malt der braune Stift nicht so wirklich, beziehungsweise kommt das einfach nicht so richtig rüber. Gut, ich fasse das Ganze für euch nochmal zusammen. Der Film ist wirklich schön bildgewaltig und wir sehen Ägypten schön dargestellt. Wir haben schöne Szenerien, wir haben sehr schöne Hintergründe, die nicht alle am PC erstellt wurden, sondern wirklich nur da, wo es zwingend notwendig ist, am PC nachzuhelfen. Und das finde ich schön, denn hier wird nicht ein computeranimiertes Tohuwabohu veranstaltet, was ich in sonst jedem zweiten Film heutzutage sehe. Außerdem haben wir einen sehr guten Cast. Wir haben Sir Ben Kingsley, wir haben Christian Bale, wir haben Sigourney Weaver und wir haben Aaron Paul. Science, Bitch! Nur leider haben die nicht wirklich die nötige Screentime, um wirklich zu zeigen, was sie können. Und so haben wir eigentlich nur teuer bezahlte Statisten in dem Film schon fast. Ramses und Moses sind für sich allein genommen jeweils sehr gut und haben auch wirklich viel Charaktertiefe. Nur die Beziehung zueinander passt nicht wirklich, beziehungsweise sie wird nicht genug gezeigt. Und deswegen fiebert man mit den einzelnen Figuren nicht so richtig mit. Die Plagen sind sehr schön dargestellt und mir hat es sehr gut gefallen, dass man sie auch nicht biblisch interpretieren kann. Nur leider wird das alles zunichte gemacht durch eine bestimmte Plage. Und ja, das ganze Konzept hinkt für mich deswegen so ein bisschen. Im gleichen Zuge dessen fehlt doch einfach so ein bisschen die Reflexion von Moses, ob das alles cool ist, was er da macht, oder ob das nicht totaler Schwachsinn ist. Alles in allem gebe ich also Exodus, Götter unter uns, 7,5 von 10 Punkten. Wenn ihr den Religionsunterricht aus der 4. oder 5. Klasse auffrischen möchtet, dann schaut euch den Film an, kann nichts schaden. Man muss ihn aber nicht gesehen haben. Ist okay, sollte aber keinen jucken, wenn er ihn nicht gesehen hat. Und zum Abschluss sage ich euch natürlich mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ein Like mir sehr gut gefallen. Es wäre auch schön, wenn ihr das Video teilen würdet, damit ich mehr Views bekomme, damit ich bekannter werde und ich deswegen dann auch mehr dazu angestachelt bin, mehr Content zu generieren. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Video sage ich Hause Bause! Und Gott sprach, es werde Bacon zack. Ja! Always look on the bright side of the life. Ja, hallo, ich bin's auch nochmal. Ich wollte euch wirklich nur ganz schnell daran erinnern, dass ich jetzt eine Facebook-Like-Page habe von Nerdclips. Die solltet ihr also unbedingt liken und teilen, denn nur so könnt ihr, was Nerdclips betrifft, immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Ich poste ab und zu auch mal so ein, zwei Bildchen, um euch ein bisschen den, ich sag mal, Alltag zu versüßen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da alle liked, teilt es. Je mehr Follower ich habe, desto mehr Videos bringe ich für euch raus, desto mehr witzigen Scheiß bekommt ihr von mir zu sehen. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich tschö mit ö.